Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ich hoffe, man versteht mich und ich kann mich nicht einigen, ob ich jetzt diese MP5 mitnehme oder nicht. Fuck it, ich nehme sie erstmal doch wieder mit. Ich nehme sie erstmal mit. Fantasyland Dev Team. Oh, und hier ist irgendwas Springendes. Oh, cool. Da-ta-ta. Ja, ich weiß, dass mir das Magazin dafür fehlt. Voll reingelaufen hier. Was ist das hier? Ach, ein bisschen Glas, was da im Weg steht. Hä? Warum nicht? Meine Waffe da. Brauch die bitte. Danke. Über den Schlüssel. Ja, da geht auch nichts ohne Schlüssel. Uiuiuiui. Na komm. Huch. Da geht auch nichts weiter ohne Schlüssel. Ich habe aber keinen Schlüssel. Wie komme ich an den Schlüssel ran? This way, Melon's over here. Oh. Mit eigenem Körpergewicht habe ich die. Okay, cool. Da hinten ist Munition, oder? Ich glaube, da ist Munition. Geh aus dem Weg. Danke. Schön. Jo, habe ich weggeschmissen, passt. Immer alles recyceln und sowas, ne? Überlebe ich den Fall? Ich glaube, ich überlebe ihn. Ah! Oh, scheiße. Ich habe mehr gehört. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist nicht das... Gib mir die Hatchet wieder, ich brauche die. Wo sind die? Ich lass mich nicht töten. Sicher nicht. Okay, ich hab's wenigstens wieder einstecken. Und die haben mich anscheinend nicht gesehen. Das ist gut. Meine Munition. Komm her. Was? Ach, hier ist ein Wassermelon, tatsächlich. Die haben nicht gel... Da hinten liegt eine... Ich habe die falsche Taste erwischt. Ups. Da hinten liegt eine fucking Uzi. Das ist doch auch was. Die kann ich, glaube ich, auch... Ups. Hier reinpacken. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, da hat ein Schlüssel. Ist der Schlüssel verschwunden? Angry. Sad Gary. Ich sehe den Schlüssel nicht mehr. Ich habe gesehen, dass er den Schlüssel verloren hat. Was für ein Melon. Manchmal bin ich ein bisschen dumm. Hey, das ist Muni. Headshot. Gut, die werde ich auch brauchen. So wie das bisher aussieht. Nein, ehrlich gesagt, so wie das bisher aussieht, werde ich sie nicht brauchen, weil die relativ easygoing sind, aber ich denke, ich werde sie noch brauchen. Sind das auch die einfacheren Level? Das ist was Orangenes. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein Ding. Okay. Hm. Was sind das für Dinge hier? I should stop. Okay, hier kann ich das Ding hinfahren wahrscheinlich. Was mache ich damit? Ah. Hä? Hm. Denkend.
Ich nehme das Ding jetzt mal rüber, weil das werde ich auf jeden Fall brauchen, so wie das aussieht. Okay, nehmen wir dich mal mit. Ich kann übrigens nicht so gut physikalisch denken in VR. Noch schlechter als in normalen Videospielen. Komm mit. Komm mit. Wie krieg ich dich jetzt da um die Ecke rein hier? Es ist schon so weit oben wie geht. Runterfahren. Irgendwie gescheit reinfahren. Muss ich ja mittig treffen hier, ey. Muss mir sogar aufpassen, wie man es macht. LL kann ich das besser. Okay. Wie kriege ich das jetzt da rein? Gar nicht wahrscheinlich, ey. So wie das aussieht, wie es sich gerade verhält, ja. Na komm. Komm. Weg. Fahren wir das mal hier so runter. Vielleicht bringt das irgendwas. Ich meine, wahrscheinlich nicht, aber Versuch ist es wert. Ich ziehe das die ganze Zeit nur da raus. Aber es muss einen Grund haben. Hier irgendwas vielleicht. Ja, da können wir hochhüpfen anscheinend. Kann man da überall lang klettern oder was? Anscheinend kann man das. Wie das aussieht. Relativ. Aus dem Weg her. Der Fuck. Ach, mein Arm hat sich verfangen gehabt. Cool. Ah. Das sind Crates. Vielleicht brauche ich nur das Ding hier. Gucke mal noch einmal. Ob wir damit irgendwas machen können. Wenn ich es rausfinde, wie es geht, dann wahrscheinlich per Zufall. Also muss ich mich darauf verlassen, dass ich ein bisschen Glück habe und es dadurch rausfinde. Weil mir fehlt die Intelligenz für sowas. Ich bin sehr, sehr dumm. Halte ich doch nicht fest. Okay, damit kann ich ja Sachen. Upala. Okay, ach, da unten ist ein Schloss. Upala. Da ist mir gerade der Handcontroller verschwunden. Okay, der ist tot. Nein. Denied. Da komme ich nicht rein, oder? Doch, da komme ich rein. Wo geht's denn hier lang? No man can't climb. Oh, gut zu wissen. Wollen die mir sagen, dass ich Muckis kriege oder kriegen soll? Anscheinend. Wenigstens in VR kriege ich das Ding hoch. Ich nehme an, dass ich das da oben brauchen werde. Also nehme ich mir das mal mit. Na komm. Putt, putt. Hä? Bist du gerade mitgesprungen, du Ding? Bup. Oh. Sieht nicht so aus, als würde ich das brauchen. Sieht so aus, als müsste ich klettern. Oh shit. Okay, das wird lustig. Okay, ich habe ungefähr einen Path entdeckt. So. Ui. Okay. Das war schon mal nie so gut. Upp. Ja, fährt runter, ist gut. Dann muss ich dich vielleicht mitnehmen und da. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war ich einfach nur zu dumm, um ehrlich zu sein. Ah, das war mein Knie. Ich wollte den roten Button betätigen, nicht mein Knie.
Ich meine, theoretisch kann ich auch versuchen. Denkend. Ja. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Kann sich ja auch fallend festhalten, das weiß ich ja. Das heißt, wenn ich jetzt so mache, vielleicht komme ich schon hin. Wenn nicht, dann kann ich mich fallend festhalten. Außer ich gehe zu weit nach hinten ungewollt. Das kann natürlich auch passieren. Hup, großer roter Knopf. Erstmal 3 Versuche brauchen, um einen fucking Button zu betätigen. So läuft das. So muss das. So ist das gut. Genau. Hier so hoch. Dann hier rüber. Da fallen lassen. Hier wieder fangen. Und dann darüber. Das müsste eigentlich gehen. Okay. Versuchen wir es nochmal. Okay. Soweit habe ich's. Ich traue mich nicht, aber ich muss. Angry. Muss ich vielleicht doch auf diese fucking Ledge rauf, ja? Komm. Schade, ich wollte ihn gerade ganz cool betätigen, hat nicht so gut geklappt. Oder kann ich bis von da unten nach oben klettern, ey? Moment, darüber kann ich ja auch. Hm. Gucken wir doch mal, ob ich das hier irgendwie halbwegs gut betätigen kann. Ja, kann ich. Cool, okay. Also, ich glaube, das ist dann leichter. Okay. Ja, das war leichter. Warum schwer, wenn man es auch einfach haben kann? Und da bin Gewicht dran. Ach so, das ist die Tür selbst. Oh nein, ich habe das Ding da umgekippt. Wo zum Fick? Und was zum Fick bist du? Heilige. Okay, ich gehe mal da oben hin und verschaffe mir einen Überblick, einen besseren. Da kann man klettern. Oh, holy fuck, ey. Sieh mich da drauf hüpfe. Das geht hoch. Okay, und ich gehe runter. Hm. Scheiße. Ein bisschen weiter runtergefallen, als mir lieb ist. Ach, das. Au. Jetzt muss ich da wirklich nochmal hoch? Ich hab Leben, Alter. Na gut, wenigstens war das einfach, nachdem ich jetzt einmal wusste, was gut funktioniert für mich. Hey, jetzt hat's halbwegs geklappt. Wieso wurde das resettet? Der Fuck. Denkendes Emoji. Ich nehme dich mit rüber. Ach, das ist runtergefallen, deswegen. Das wurde gar nicht resettet. Ist nur gefallen. Scheiße. Komm du mal mit und fall du bitte nicht auch noch runter. Kann ich dich so irgendwie... Nee, anscheinend nicht. Nun denn. Aber so geht's dafür anscheinend. Jetzt, wenn ich so mache...
dann mache ich nur wieder Müll. Nicht so gut. Ich kann die Dinger, glaube ich, hier hochholen mit dem Aufzug. Na komm, mal runter. Nehmen wir dich doch mal mit. Kannst du mir dich dann ein? Upala. Hey. Was machst du für Dinge? Kannte ich doch einfach gescheit in den Aufzug ein. Gescheit, habe ich gesagt. Du Feuerhund, du Bläder. Klappt nicht so gut bisher. Ich bin nicht so gut in Physik, habe ich das Gefühl. So vielleicht? Kriege ich es so besser rein? Da fuckt man. Lassen wir das und versuchen es nochmal mit Klettern. Nicht, dass ich glauben würde, dass es jetzt magischerweise besser funktioniert, aber... Ne? Gut. Läuft schon mal hier. Cool. Hab mich schon gewundert, was passiert dann. Kann ich da vielleicht auch drüber hoppeln, ohne die Hilfe von dem Ding? Ich probier's mal. Theoretisch ja, aber praktisch bin ich da nicht gut genug für, das habe ich jetzt schon gesehen. Puh. Langsam wird mir ja sogar bisher schlecht. Ich glaube, ich bin zu lange in der VR schon unterwegs hier. Norman can't climb. Das klingt fast wie eine Beleidigung, so ungefähr. Wenn ich es nicht kann, dann bin ich ein Norman. Aua. Ach, das macht mir so Übelkeit, das Fallen, wenn ich dabei gucke. Okay, dann mache ich die Augen zu, wenn ich das nächste Mal mache. Also, fallen. Dementsprechend unabsichtlich. Oh, cool. Aufgehalten. Einmal noch das Climben hier. Da muss ich mir vielleicht was anderes überlegen. Okay. Ich glaube, ich hab's raus. Jetzt darf ich nur nicht mal runterfallen. Dann ist alles EZ, PZ, zitronenquetschend. Beziehungsweise zumindest mit diesem Physics-Problem. Das nächste ist ja dann auch wieder das nächste, ne? Okay. Nun dann. Gucken wir doch nochmal, was ich hier mache, wie ich das bewege. Upala. Und dann um die Tür zu. Wie es aussieht. Okay, das ist jetzt oben, das ist jetzt unten. Look down. Guck away. Stopp. Da stehen Dinge. Look up. Look down. Super. Ewiger Loop. Ist nur die Frage auch, wo ich hin muss. Ich nehme mal an, da hoch. Denkend. Mach die. Oh. Mach die. Ja, guter Zeitpunkt.
Mach die Aufnahme aus. Ich mache jetzt erstmal meine eigene Stimme aus. Da ist die Tastatur. Zack. Und werde das wahrscheinlich beim nächsten Mal lösen, wo ich da hin muss. Was wahrscheinlich da hoch sein wird. Darüber. Und wie ich da hinkomme. Beziehungsweise auch wie ich das hinkriege, dass es nicht hoch runter geht, so Fragezeichen denkend, bla. Werde ich dann wahrscheinlich gelöst kriegen. Aber bis dahin hoffe ich erst einmal, euch hat der Part gefallen und man sieht sich wieder im nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss.